Hallo, ich bin's wieder, euer JJ. Heute machen wir mal Fleisch, und zwar gibt's Steak, aber mit Gemüse, und zwar mit Spargel. Der Spargel ist aber nicht ganz normal gekocht, sondern der Spargel, der ist frittiert und ist mit Mantel, also Spargel in Mantel an Steak sozusagen. Alles klar, wie immer, lasst euch überraschen. Das sind die Zutaten für unser heutiges Essen. Da hätten wir einmal den Spargel. Dann haben wir hier die Panade für die Spargel. Das ist einfach nur Mehl, ein bisschen Wasser, ein bisschen Gewürze wie Salz, Pfeffer, Paprika und etwas Backpulver. Hier haben wir Paniermehl, ganz normales Semmelbrösel. Und da haben wir das Steak. Gewürzt wird das Steak heute mit diesem Grillpfeffer. Jetzt schneiden wir hier hin den Anschnitt, wo sie abgebrochen sind. Gehen wir hier an unsere Mini-Panierstraße. So, also zuerst. Die Panade ist total überwürzt. Und zwar aus dem Grunde, weil der Spargel ist ja jetzt überhaupt nicht gewürzt. Aus dem Grunde habe ich die Panade total überwürzt, damit der Spargel nachher auch Salz abbekommt etc. Salz, Pfeffer. Dann würde ich nämlich sagen, wir sehen uns nachher wieder am Grill. Mit dem Fleisch muss ich nichts machen. Dann legen wir mal den Spargel ein. Dann wollen wir mal Steak auflegen. Also diese Inspiration zu dem Spargel im Teigmantel habe ich von meinem Freund Wilfried. Wilfried, ich grüße dich. Schönes Branding gibt es. So, haben wir es einmal gedreht. Mal schön das Muster drauf kriegen. 10 Minuten sind die gut und dann können wir sie rausholen. Branding ist jetzt nochmal klasse. Sehr schön.
So, mal gucken. Ja. Dann gehen wir her und schneiden das Steak in Tranchen auf und dann machen wir das Tellerbild, ein bisschen Pfeffer nach oben drauf, dann das Tellerbild und dann kommen wir zum Probierele. Dann wollen wir mal. Probieren wir erstmal das Steak. Das Steak ist mir leider vorne, wo es ein bisschen dünner war, ist das mir zu durch, ein bisschen gerade. Tut dem Geschmack keinen Abbruch, schmeckt trotzdem klasse. Ist dann eine Sache für meine Frau, aber ich hätte es persönlich lieber ein kleines bisschen mehr Medium gehabt. Ist jetzt leider so geworden, aber das Steak schon nochmal ist absolut top. Probieren wir mal den Spargel. Oh, guck mal hierher, mal ganz nah. Mal sehen, ob man das sieht. Sieht man das, dass da der Saft rauskommt? Ja. Seht ihr das, wie saftig das ist? Da ist nichts. Oh, wie die Hände laufen. Scheiße, ist heiß. Da ist, der ist richtig saftig, der Spargel. Und der schmeckt richtig geil. Also der schmeckt echt geil. Dadurch, dass die Panade überwürzt war, muss man echt sagen, in dem Zusammenspiel jetzt ist das absolut perfekt. Spitze. Der Spargel ist weich, wie er sein soll. Das Steak, super. Das dickere Teil ist ja so, wie ich das haben möchte. Was soll ich weiter sagen? Ist eine Empfehlung zum Nachmachen. Für diejenigen, die den Spargel so mit der Hand essen wollen, ist das eine super Idee. Und es ist immer was ganz anderes. Alles klar, das war's. Tschüss, euer JJ. Ein Steak mit Spargel, zwar super lecker, es ist immer was anderes mit dem Spargel. Bitte, wenn es euch gefallen hat, wie immer. Vergesst nicht, mich zu liken, mich zu abonnieren und schreibt es in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und drückt die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Alles klar. Tschüss, euer JJ.